Ja, hallo und herzlich willkommen zu der Beta von Anthem. Ja, wir haben jetzt hier die ersten Einblicke vom Spiel. Das ist jetzt auch gerade meine erste Erfahrung hier, meine erste Runde, die ich euch auch zeige hier. Optisch wieder sehr schön, grafisch auch. Der Auftrag verliegt. Hören wir jetzt erstmal zu, was er zu sagen hat hier. Hey, letzter Job. Ein Kinderspiel. Hab nichts anderes erwartet. Bin selbst gerade erst zurück. Ein verdammter Titan hätte mir fast den Arm abgerissen. Irgendwas ist immer weh. Owen hat vorbeigeschaut. Wollte sichergehen, dass deine Aufzeichnungen stimmen. Aber keine Sorge. Mich hält nicht mal ein Titan davon ab, diesen Laden hier in Ordnung zu halten. Wie bist du eigentlich zu unserem Buchhalter geworden? Du wirkst nicht gerade wie ein Bürohengst. Facetten, Mann. Wir haben sie alle. Egal, ob du einen guten Schützen oder ein gut geführtes Konto suchst. Frag Lucky Jack. Wir leisten alle unseren Beitrag in der Familie, oder? Du bist also der Cousin, der gerne Papierkram sortiert. Und Skarkalt macht. Die Balance ist wichtig. Das kann ich gut. Fazit? Wir halten uns gegenseitig den Rücken frei. Ist nicht so, als hätten wir noch andere auf unserer Seite. Heute nicht, aber wir werden das Blatt wenden. Das ist die richtige Einstellung. Wir brauchen Freelancer, die Aufträge reinbringen, Arbeit erledigen. Je besser die Enklave sich macht, desto besser geht es uns allen. Richtig? Na gut, ich muss Berichte aktualisieren, ehe ich wieder nach draußen gehe. Gibt Läufer zu retten, Relikte einzudämmen. Du kennst das ja. Ja, genau, ja, total, das kennen wir ja. Ja, also, ich muss wirklich sagen, es gab ja anfangs von der Beta ziemlich große Schwierigkeiten, ins Game so reinzukommen, was zum Glück direkt an dem Samstag behoben wurde, so gut es ging halt. Und ja, ich war erstmal sehr überrascht von der schönen Grafik und dass man fast mit jedem Charakter, den man da sieht, sprechen kann. Das hat echt ganz cool gemacht. Ja, also ich sag mal, man hat ja über Anthem gesagt, es soll wie Destiny werden. So im Großen und Ganzen muss ich auch ehrlich sagen, es erinnert auch mich ziemlich stark an Destiny. Da man hier so praktisch auch sein Hauptquartier anscheinend hat, wo man da durchrennen kann, sein Loot abholen, seine Aufträge abholen und dann starten kann. Aber wie man schon wirklich grafisch sieht, das ist wirklich sehr schön gemacht und da kriegt man auch direkt Lust, in diese Welt reinzufallen. Ich war so bis jetzt ziemlich positiv von Anthem überrascht und ja, ich kann mich eigentlich nicht viel beklagen. Bin erstmal ein bisschen rumgerannt, hab mir dann angeguckt, welche Missionsziele ich machen muss. Unter anderem bei Was hast diesem du so guten Kerl gesehen? hier. Das wird dir gefallen. Pass auf. Es wird genannt und macht es. Seit Jahren schon kursieren Gerüchte um ein Gestalterrelikt, das die Eigenschaften anderer Objekte verstärken und verbessern können soll. Ich habe selbst nie eines gesehen und mir ist auch ansonsten niemand bekannt. Aber dank des elysischen Manuskripts weiß ich womöglich, wo eines ist. Und zwar genau hier, in Bastion. Und du meinst, das könnte meinen Javelin stärker machen? Exakt. Schon aufgeregt? Keine Sorge. Sobald wir die Mannigfalt gefunden und zum Laufen gebracht haben, wirst du begeistert sein. Das garantiere ich. Zuerst die Mannigfalt, dann verbessern wir deinen Javelin. Du bringst das Herz des Zorns zum Schweigen und bam! Alle leben glücklich und zufrieden. Ganz so einfach wird es dann doch nicht. Ach was, Kleinigkeit für dich. Ich habe Faye bereits alle Standortdaten geschickt. Ich kann es kaum erwarten. Ja. So hat man halt dann hier die Charaktere, wo man seine Aufträge abholt. Also so, auch, ich sag mal wirklich, wie man es auch noch von Destiny und so kennt, ne? Ist halt erstmal witzig, dass man dann hier in der Ego-Perspektive rumrennt. So das Spiel selber ist dann halt First Person und ja, das ist auch vollkommen okay, das hat mega Flair und es bockt auf jeden Fall total. Und so sieht man dann auch mal hier
ich sag mal, dem Markt. Wo man sich dann Ausrüstung kaufen kann und jede Menge Mods und Perks, denke ich mal. Ich habe bisher jetzt nur diesen Ausrüstungsstand gefunden. Wo man dann praktisch auch seine Mission beginnt. Wie man sieht, kann man nicht alle Charaktere ansprechen, aber das wäre ja auch ein bisschen zu viel des Guten. Ja, da steht schon eine Anzucht, der auf einen wartet. Oh ja. Da kriegt man auch direkt Bock, wenn es so anfängt. Zack, und drin ist man. Ja, und damit beginnt jetzt direkt unsere Mission. Das ist dann das Interface, wo ihr die Mission auswählen könnt. Und dann geht's auch jetzt schon direkt los. Vorsichtig, sind wir schon da? Was denkst du? Entschuldige, aber ich kann einfach nicht. Also ich muss sagen, von der Steuerung ist es recht schön simpel gehalten. Um wirklich leicht alles zu bedienen. Man muss sich halt erstmal am Anfang reinfinden und ja, das geht eigentlich ruckzuck. Und wie man die Welt sieht, ist total beeindruckend, wie Anthem aufgebaut ist. Und bin jetzt schon ein ziemlich großer Fan von der Welt und ich denke mal, wenn man das dann auch mal mit mehreren zusammenspielt, ist das auf jeden Fall ein Riesengig, der einen schon so ein oder drei Monate ohne Pause am Suchteln hält. Ja, also ich finde, es ist immer sehr schwierig bei Beta wirklich, bei einer Beta, zu zeigen, was das Spiel so drauf hat und zu begeistern. Es gab jetzt schon viele, ich sag mal, Betas, die ich gespielt habe, wo ich dann dachte, okay, wenn das Hauptspiel auch so wird, dann lasse ich doch lieber die Finger davon. Aber ich muss wirklich sagen, Anthem hat mich sehr positiv überrascht. Und ja. Und wir können auf jeden Fall auf die Vollversion gespannt sein, die am 22. Februar dann rauskommt. Ich kann es kaum noch erwarten. So, wie man hier auch sehen kann, kann man sich für eine begrenzte Zeit auch so mit Rumfliegen beschäftigen, wo man halt von A nach B einfach schneller ankommt. Manchmal ist es noch ein bisschen verwirrend, bin ich jetzt auch wirklich an meinem Missionsziel, was muss ich jetzt machen? Das werdet ihr ja im Laufe des Videos merken, dass ich da manchmal wirklich ein bisschen planlos bin, was ich jetzt machen soll. Aber im Endeffekt, irgendwann hat man auch da den Grip, sag ich mal, raus. Hier zum Beispiel habe ich mich ganz gefragt, jetzt bin ich hier drin, wie komme ich hier weiter? Aber es wäre langweilig, wenn man nicht selber gucken müsste, was man so machen kann. Und ein bisschen Herausforderung braucht das Spiel natürlich dann auch. Dann wäre ja traurig, wenn wir nur unsere Finger einsetzen müssten und nicht das Köpfchen, ne? Ich finde, von der Fortbewegung ist es eigentlich ziemlich cool gemacht. Also wenn man dann wirklich losspurtet, dann macht der Anzug da mit, dann hat man direkt die Power, die man braucht, um voranzukommen. Und wenn man noch schneller sein will, dann fliegt man einfach los. Die Ladezeiten sind ehrlich gesagt jetzt schon ziemlich lang. Aber ist ja verständlich, ne? Open World, große Map. Manchmal muss ich wohl sagen, kam ich jetzt gar nicht leider in die Beta rein, da sich ständig beim Laden, denke ich mal, irgendwie der Ladevorgang aufgegangen hat. Und da musste ich die Demo neu starten, damit ich wieder ins Spiel reinkam. Es ist leider schon mehrmals vorgekommen, aber es ist, wie gesagt, ja nur eine Beta. Da sollte man jetzt auch noch nicht den großen Hackmack rausmachen, wenn es dann, wenn das Spiel raus ist, so losgeht, das wäre dann schon etwas traurig. Und jetzt geht es hier endlich mal in die Action. Ich muss schon sagen, das hat ein richtig geiles Feeling, es bockt mega. Bei meiner Steuerbelegung war jetzt auf R1 eine Rakete, die ich abschießen konnte. Und ich meine auf L1 oder L1. Habt ihr dann so eine schöne Granate, die ihr dann werfen könnt. Während ihr ganz normal mit L2 und R3 auch zielt und schießt.
Mit Dreieck habt ihr dann diesen schönen Perk, wo ihr wie so einen kleinen Lichtsäbel rausholt und dann die Typen nochmal richtig wegcatcht. Ich sag mal, wie von der Steuerung, es ist super schön simpel gehalten. Es macht auf jeden Fall voll Spaß, da, wenn man da einmal reinkommt. Und ja, grafisch würde ich mal sagen, top. Aber so kennt man EA. Damit überraschen die uns ja immer gerne mit einer brillanten Grafik. Man kann hier halt noch so ein paar Sachen auswählen, wo man Emojis machen kann. Ist immer sicherlich ganz lustig, wenn man dann in der Truppe ist und dann ein bisschen rumalbern will. Und ich sag auch mal, was ich immer sehr wichtig bei Spielen finde, dass man auch klar und deutlich weiß, wo man hin muss, wo seine Ziele sind. Ich find's immer ätzend, wenn man dann stundenlang suchen muss, bis man dann überhaupt mal seine Mission nach 3 Stunden Sucherei gefunden hat. Das ist hier richtig schön gehalten, man kriegt das Ziel vorgegeben, wo man hin muss. Man kann unterwegs halt jetzt noch kämpfen, wo ich jetzt gerade nicht so große Lust hatte. Wie ihr immer unten bemerken könnt, es wird rot, wenn es komplett rot ist, dann könnt ihr in dem Moment auch nicht mehr fliegen, dann ist vorbei. Ihr könnt, glaube ich, wirklich alles beschießen, was es auf der Map gibt, von irgendwelchen außerirdischen Tierchen bis Roboter ohne Ende, was da halt so rumrennt. Und einen Lebensbalken hat, könnt dabei meistens niederrotzen, also das ist schon recht lustig. Das Gute ist, wenn ihr, ihr seht ja an meinem Gewehr, dass ihr da eine Munitionsanzeige habt. Munition findet ihr eigentlich automatisch bei Kämpfen von Gegnern, die lassen die Munition anfallen und dann hat man auch wieder volle Munition und muss jetzt nicht erst warten, sag ich mal, dass ein Teammitglied dir Munition gibt. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, aber so ist es nicht aufgebaut. Es liegt dann auf dem Boden, man nimmt es und hat so gesehen gut, fast wie unbegrenzt Munition. Man kann halt auch, wenn man will, einfach in die Luft springen, sein Jetpack-Drüsen da anmachen und dann einfach rumballern. Also das ist schon echt gut gehalten. Man kann wirklich sehr viel machen und allein schon, dass es jetzt nur die Beta ist, freue ich mich schon mega aufs volle, ja, auf die Vollversion. Dann denke ich, kann man da auch schon um einiges mehr machen. Allein schon, denke ich mal, auch um seine Rüstung dann individuell zu gestalten. Da haben wir ja meistens alles Spaß dran. Ja, ist auf jeden Fall schon mal, ich sag mal, wirklich eine coole Welt, wo man da rein startet. Da habt ihr ja nicht mal das Schwert gesehen. Und ich muss ehrlich sagen, in der letzten Zeit war es ja echt schwierig, sag ich mal, bei den neuesten Spielen so richtig ins Flair reingeholt zu werden und dann, ja, ich sag mal, in diesem Spiel zu verschmelzen. Also das habe ich jetzt an der Beta schnell gemerkt, da kann man sich gut reinfinden und ist dann da halt dieser Super-Soldat mit seinem B1-Zug, ey, das ist schon geil. Allein schon auch, wenn man mal richtig lauscht, die Sounds und wie es sich alles anhört, das ist schon wirklich sehr geil gemacht. Ja, so konnte man jetzt auch mal horchen, wie geil sich die Geräusche hier eigentlich anhören. Und hier sieht man das jetzt, ne? Jetzt machen wir schon Jetpack-Modus und ballert dann hier rum, die Boba Fett. Es macht auf jeden Fall so viel Spaß. Also jeder, der auf Science Fiction steht, dafür ist Anthem echt ein Muss. Ich meine, wir haben lange aufs Spiel gewartet. Die Trailer waren ja schon recht früh raus. Und jetzt sind es ja nur noch ein paar Wochen und dann ist ja nicht die Vollversion raus. Ich meine auch, dass im 1. und 3. Februar, wenn ich mich nicht täusche, die Open Beta dann für alle da ist. Und es lohnt sich auf jeden Fall, sie runterzuladen und mal zu zocken, damit man einen richtig guten Einblick von Anthem und seiner tollen Steuerung und der schönen Grafik bekommt.
Ich könnte hier jetzt noch die restlichen Minuten hier quatschen, wie ich möchte, aber ich glaube, ich würde einfach mal sagen, schaut euch das Video weiter an. Die Mission, die ich hier gerade mache. Kriegt einen Einblick in Anthem. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie wie immer gerne in die Kommentare. Ich beantworte sie wie immer gerne. Und würde jetzt einfach mal sagen, ich wünsche euch noch viel Spaß bei dem Video. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich habe noch ein Signum gefunden, ebenfalls gesichert. Ich beginne mit der Entschlüsselung.
Hoffen wir, dass es klappt. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Geh zurück zur Ruine und versuch, die Tür zu öffnen. Ist das Dominion hier? Die in dieser Kammer eingesperrt waren, verhielten sich merkwürdig. Sie wirkten verwirrt, aber genug davon. Wir sollten weitermachen und herausfinden, wie wir zur Mannigfalt kommen. Die Mannigfalt gefunden, aber sie wird von einer Art Barriere geschützt. Sie ist zu irgendeinem Zweck mit der ganzen Gestalterstruktur verbunden. Du musst die Verbindung unterbrechen, bevor die Mannigfalt entfernt werden kann.
Barriere ist weg. Sei bloß vorsichtig. Die Mannigfalt ist sehr empfindlich. Und gefährlich? Das wahrscheinlich auch. Absi, bin auf dem Rückweg. Ich fasse es nicht. Wir haben es geschafft. Bis gleich. Wir uns später? Matthias! Ah, hallo, hallo! Hier ist die Mannigfalt. Ah, interessant. Viel kleiner als erwartet. Rütteln tut ihr nichts. Hoffe ich. Okay. Ja. Hier. Und so. Okay. Aktivier sie. Nochmal.
ich mich oder passiert da nichts? Okay, schon gut. Okay. Mal sehen. Ja, das ist hier. Ja, alles da. Die Kontakte stehen. Ah, alles klar. Es gibt da eine altbewährte Technik. Funktioniert immer. Matthias, das ist neu. Unglaublich. Nimm deine Pfoten weg. Was läuft hier schief? Ich habe hier einen Stoß verpasst. Mannigfalt, Definition, Amplifikation oder Multiplikation. Wir wurden vervielfacht? Das ist totaler Skorpdreck. Moment, Moment, das kann aber nicht sein. Du bist aggressiv, ich nicht. Und er ist... Wir sind einfach dreigeteilt worden. Division. Natürlich, die inverse Funktion der... Ihr wurdet geteilt? Das ist nicht gut. Physisch vervielfältigt, psychisch geteilt. Wir sind eine dreigeteilte Persönlichkeit. Nein! Nein, nein! Mit der Mannigfalt stimmt etwas nicht. Wir machen das rückgängig. Die Dominion-Soldaten in der Ruine, es waren drei. Ob das ebenfalls die Mannigfalt war? Drei Dominion-Soldaten? Dreimal der gleiche? Bin mir nicht sicher. Checken wir das. Richtig. Jede Information hilft. Wartet! Und was machen wir in der Zwischenzeit? Ärger aus dem Weg gehen? Ärger ist mein zweiter Name. Nein, der ist Errol. Hey! Fokus! Ja, Errol. Los. Richtig, Kumpel. Oh.